Das ist gut. Läuft. Bam! Feel Good Podcast, eine Solo-Folge am Freitag, 2. Juli. Historischer Tag natürlich aus Gründen, die eigentlich alle in der Schweiz wissen. Ja. 2. Juli 2021, der berühmte Freitag, wo ich in Unterwasser Solo gespielt habe. Das ist das, was die Schweiz wird erinnern an der von dem Tag. Nein, natürlich nicht. Heute spielt die Schweiz gegen Spanien im Euro-Viertelfinal am 6. Und ich habe tatsächlich die Ehre, 2 Stunden später selber Solo zu spielen. Nicht allein mit dem Cenk, er macht ja immer Support auf der momentanen Tour. Und er wird jetzt dann nachher gerade da zu mir kommen. Das heisst, vielleicht kriege ich es noch an, dass er in den Podcast reinkommt. Aber eigentlich ist es eine Solo-Folge, weil heute ich ja auch Solo spiele. Habe ich gedacht, passt das eigentlich noch ganz gut. Die Leute fragen nämlich immer, wie kann das sein, dass zum Beispiel so etwas wie heute passiert, oder? Ist sehr einfach, bis am Montag hast du noch nicht gewusst, dass die Schweiz im Viertelfinal wird sein. Man hätte auch nicht können wissen, dass die Euro stattfindet oder vielleicht auch nicht. Und bei ganz vielen von diesen Sachen, wenn man die Shows plant, sozusagen, geht es ja einerseits darum, wenn kann Veranstalter und das Haus, wo einen bucht, wenn kann KünstlerIn, wenn passt es wo an, ist man zum Beispiel innerhalb von ein paar Monaten in der Nähe, in Unterwasser, im Toggenburg, ist mir das jetzt noch nie passiert, aber dort zum Beispiel auch, das ist ein Sommertheater, das heisst, die wollen hauptsächlich, wenn sie im Sommer ihr Theater haben, nämlich der Zeltainer, schönes Zelt, so ein richtiges Theaterzelt sozusagen. Und so kommt das dann ein bisschen zusammen. Ich weiß noch, wir bekommen die im Balz, wo wir das jetzt in Basel angefangen haben, haben wir irgendwann einmal eine Show gehabt, wo auf einem Mittwoch gefallen ist, wo auch der FC Basel in der Champions League gespielt hat daheim. Ich sage jetzt mal so, in Basel kannst du jetzt nicht gross erwarten, dass jemand kommt, wenn der FCB in der Champions League spielt. Ja? Da sind ja schon mal 36'000 im Stadion und der Rest schaut dann am Fernsehen. Und, großes Problem, ich will ja auch den Match schauen. Das heisst, ich hätte dann eigentlich auch keinen Bock, eine Show zu machen. Aber wenn das halt schon lange geplant ist, die Leute schon gebucht sind, etc., dann muss man entweder verschieben oder absagen oder halt durchführen. Ja? Ich bin im Normalfall immer für durchführen, egal wo, egal wenn. Haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen in dem Podcast, auch mit Gästen. Weil die Menschen, die ein Ticket gekauft haben, die wollen sie ja dann sehen. Und denen würde ich auf keinen Fall die Freude nehmen. Im Gegenteil, der Großteil, warum ich den Job mache, ist ja, um diesen Menschen die Freude zu schenken. So. Aber man kann gewisse Sachen halt nicht immer steuern. Ich weiss zum Beispiel jetzt schon, dass im 23 ich in einem ganz, ganz tollen Theater wird spielen. Das verrate ich dann, wenn es dann verrate werden darf. Aber dass dann an diesem Ort auch Schulferien sind. Das ist ein Risiko, wo man jetzt schon quasi eingeht, wo man sagt, falls dann halt jemand nicht rum ist, wo das gerne geschaut hat, dann ist dumm gelaufen, sozusagen. Das sind die kleinen Risiken, wo man muss eingehen muss, weil man muss ja auch irgendwie den ganzen Tourplan ankriegen. Aber zum Glück, trotz allem, ich werde am 8. spielen. Der Match ist um 6. Ich habe auch schon gesagt, ich werde vielleicht ein bisschen später anfangen. Das ist jetzt auch nicht Werbung oder so, weil ich nehme jetzt mal an, wenn man den Podcast hört, wird die Show schon durch sein. Ich werde aber Vlog machen. Ein Vlog Mutzenbecher habe ich schon gemacht für den ersten Auftritt nach ich weiß nicht wie viele Monate, dort im April, wo wir zum ersten Mal wieder haben dürfen spielen nach dem zweiten Lockdown. Werde ich heute auch einen machen. Ja, nehm die Kamera mit, also habe ich immer dabei, das Handy. Und mein tolles Vlog-Kit, das ist das da. Hallo. Und der Jack kommt! Achtung! Achtung! Hallo!
Jetzt müssen wir einen Podcast aufnehmen. Komm mal! Komm dazu! Oh. Ja, machst du einfach jetzt so. Ja, wenn ich solo aufnehme und der Christoph nicht um ist, dann mache ich so. So, was hast du dabei? Natürlich ein Red Bull. Sugar-free für dich. Geiles Sieg. Ich bin gerade stehen geblieben dabei, dass ich heute auch einen Vlog mache von dem Ganzen. Das heisst, du wirst ein bisschen... Von dem zuschauerlosen Event. Von dem legendären Event, ja. Weil, das wissen wir, im Vorverkauf ist im zweistelligen Bereich, das kann ich sagen. Aber ich sage jetzt nicht wie tief. Aber ja, logischerweise, es sind noch nicht so viele Tickets weg. Aber wir freuen uns. Ja, wenn die kommen, die gekauft haben, finde ich, bin ich zufrieden. Also, absolut. Kommen, absolut. Weil das ist ja das, was ich gesagt habe. Es sollen ja die Menschen auch, wo das wollen sehen, die sollen ja auch effektiv Freude haben am Ganzen. Ja, das ist ja nicht jeder mega Fußballfan. Das kommt noch dazu. Ja. Aber ich glaube aber schon, wenn die Schweiz mal im Viertelfinale ist, dann geht es nicht darum, ob du Fußballfan bist. Sondern das gibst du einfach. Das stimmt. Weil ich habe ja selber nicht gecheckt, ich bin immer für Deutschland an diesen Endrunden. Ja? Mein Name kommt ja von jemandem und ich bin da ein bisschen, wie nennt man das? Nicht Opportunist, sondern Oppositionist, nein. Der, der die Situation ausnützt. Weißt du auch nicht? Ist schon Opportunist, ja. Ist Opportunist, ja, oder? Also, Opportunist, weil in dem Punkt, die Deutschen kommen meistens weiter und ab und zu werden sie sogar Weltmeister oder so. Ja. Alle Doppelbürgerrentas, weißt du, jeder eben, ja, 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 jetzt sind jetzt die, weißt du, wo irgendwie irgendein dritter italienischer Vorname, weißt du, der dritte Vorname ist Danilo und er so, ich bin immer von Italien. Kannst du schon ansetzen, komm? Ja, ich kann ganz gut. Also, und dann habe ich aber gemerkt, wo die Schweiz gegen Frankreich gespielt hat, ist einerseits ist der Frank Richter da gewesen. Da haben wir zuerst Nacht gegessen und haben einfach den Match geschaut. Und der Frank interessiert sich jetzt wirklich nicht für Fußball, ja? Keine Ahnung warum. Und er hat dann auch gefunden, er geht nach dem Match, geht er heim, ja? Dann ist aber Verlängerung geworden. Ist trotzdem heimgegangen. Aber ohne Seich, dort schon, trotzdem, auch er hat immer ein bisschen mitgeschaut, wo die Schweiz dann nochmals Goal gemacht hat, wo sie ausgeglichen haben. Wahnsinns-Goal. Das ist wirklich, also der Pass ist sensationell, dass er dran rauslässt, ist grossartig und wie er dann da schießt. Ich meine, so Chancen hast du eben einmal im Match und die musst du machen. Deutschland hat es dann zum Beispiel bewiesen, der Müller, der zieht allein aufs Goal, verschießt nach links, war 1-1 gesehen. Nachher schießt aber der Engländer 2-0 vorbei. Und in dem Fall, der macht es wirklich. Der macht das Ding wirklich 3-3. Der Frank geht heim. Das heisst, im Gegensatz zu, glaub, 95% von der Schweiz, habe ich dann allein daheim die Verlängerung geschaut und das Penalty schießen. Und am Schauen gesehen, alles entspannt. Verlängerung ist ja jetzt nicht so spannend gesehen. Ha, da Balkontüren offen gehabt, wo jetzt gerade der Cenk hockt. Und dann kommt das Penalty schießen. Es ist wirklich ein Goal nach dem anderen, ein Goal nach dem anderen. Ich muss ja niemandem erzählen, wie es abgelaufen ist, wissen alle. Aber dann, Mbappé, fünfte Penalty, läuft langsam zum Ball und ich habe ja den Balkon offen und dann höre ich von ihm. Höre ich schon. Ja, aber nicht mehr. Und dann denke ich so, ist das jetzt wirklich wieder wegen diesem blöden Zeitverzögerungsding, dass ich irgendwie zu spät bin oder so? Hä? Aber, ja, vielleicht ist es auch Franzose gesehen, aber nein. Bin mir nicht sicher. Also ich habe wirklich noch überlegt. Und vor allem habe ich gedacht, wenn es jetzt die Schweiz wäre, dann würde doch irgendwie mehr jubeln. Keine Ahnung. Während ich das noch überlege, sehe ich, wie der Mbappé verschießt und dann höre ich das ganze Quartier. Höre ich überall Menschen. Yes! Ja, aber so Einzelpersonen. Es ist wirklich, du hast gemerkt, das sind alles Leute gewesen, wie ich, die hocken jetzt auf die Eigennehmen daheim, schauen den Match und wirklich gemessen, ja, also schaue ich halt noch, bevor ich ins Bett gehe. Und was ich dann gehört habe, das hat mich ohne Scheiß, das hat mich so berührt. Das ist, ich das letzte Mal so ein Gefühl hatte, wo alle auf den Balken sind, gehen klatschen für die Gesundheitsmitarbeiter, sagen wir jetzt mal. Während dem ersten Lockdown.
Das ist unglaublich gesehen. Also so eine Energie durch alle Strassen und einfach einzelne Leute, die für sich gejubelt haben und so. Und dann hat es mich genommen. Dann habe ich halt schnell ein bisschen Tränen vergossen. Und das hat mich wirklich berührt. Da habe ich gemerkt, es ist natürlich finde ich es toll, wenn die Schweiz weiterkommt und so. Und das ist ein historisches Ereignis gewesen. Und ich habe gemerkt, es ist aber eben viel mehr, hat es mich berührt, weil es Menschen so berührt. Weil schlussendlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ich ja auch in einer, ich sage jetzt, Berufung, wo es genau um das geht. Und ich habe immer das grösste Glücksgefühl, wenn ich merke, wie Menschen Glücksgefühl haben und Freude haben. So. Darum, ich verstand absolut, wenn heute alle in der Schweiz Spanien schauen. Und man will nicht verschreien, der Granit Xhaka spielt nicht. Ich glaube, das wird ein grosser Verlust sein für das Spiel von der Schweizer. Ich als grosser Fußballexperte. Aber ich glaube schon, dass es machbar ist, trotz allem. Weil man hat ja gesehen, wie die Spanier bis jetzt sonst gespielt haben. Auch nicht nur überzeugend. Das ist viel Ballbesitz, das ist viel hier und her. Und wenn man dort kompakt steht, ja, wie mal einer gesagt hat, Abwehr stabil, Angriff noch stabiler. Dann könnte es tatsächlich auch nochmal so einen Achtungserfolg geben. Plus Momentum. Es ist alles möglich. Und darum verstand ich, wenn alle Menschen das schauen, wir werden vor ein paar Leuten dann spielen. Und das freut mich auch, egal wie viele kommen. Ich habe immer gedacht, wie gesagt, man spielt. Und es gibt auch wirklich große Freude zu entdecken in kleineren Shows. Weil, das habe ich auch schon erzählt, das letzte Solo vor 13 Personen in Zug, oben vor dem Lockdown, habe ich auf YouTube da, wer es noch nicht gesehen hat, kann das mal schauen. Man kann nicht glauben, dass das 13 Leute sind, die Stimmung ist bombastisch. Und es wird wirklich etwas Einzigartiges, weil es wird so intim mit all diesen Leuten dort. Man hat mit all diesen Menschen in irgendeiner Art und Weise eine Connection in diesem Moment. Also wirklich super zum Spielen. Und was ich gemerkt habe, ist ja nur, als ich jetzt mich wieder vorbereitet für Solo, weil es jetzt über ein halbes Jahr, wo ich es gespielt habe, und es ist nicht, dass ich es davor schon 50 Mal gespielt habe oder so, sondern ich habe ein bisschen in Groove reingekommen. Und darum habe ich es jetzt ein paar Mal gelost und da habe ich gemerkt, ich habe auch extrem Freude am Solo. Also wirklich, Cenk! Ah, jetzt ist... ich habe die Handy gehört, sorry. Ich bin alles gut. Hast du gesehen, ob es am Glück? Was hast du gelacht? Also so ein Dude, der hat so einen Tankstellen-Shop. Und er findet alle, die klauen und dazu geil kommentieren. Wirklich? Ja, das ist zur Redstelle schon. Ich habe gerade erzählt, dass ich mega Freude gekriegt habe, als ich jetzt wieder am Solo studiert habe und das wieder gelöst habe. Weil auftreten ist das eine, vor Leuten auftreten und so, aber effektiv über eine Stunde seine Geschichte erzählen und das irgendwie, wie das alles zusammenkommt, sozusagen. Das ist schon nochmal so ein Baby. Schon eine andere Disziplin, ja. Wie läuft es mit dem Solo? Hey, nicht schlecht. Also ich muss jetzt ein bisschen raussortieren. Ich weiß halt nicht, was wegrühren, weil ich nicht testen kann. Ja. Und jetzt mache ich einfach mal das, was ich finde, aus dem Bauchgefühl. Und nachher sehe ich dann, was ich austauschen muss. Ja. Aber es ist schon noch viel zu machen. Ja. Ja. Es kommt gut. Wann hast du Premiere? 20. April. 20. April. 420, Baby. Yeah. Das sind genau die Dinge, oder? Hast du extra Welle, hast du gesagt? Ich habe ein paar Termine gemacht, genau. Ja. Ist nicht auch noch 420 Geburtstag? Hat schon ein paar Geburtstage. Ja. Vorhistorisch. Vorhistorischen Figuren. Vielleicht haben sie darum 420 gemacht. Ja, gibt's einen historischen Grund, warum 420 ja, ist? Es sind ein paar irgendwelche Ami-Jungs gewesen, wo... Schweiz bin ich ja, ja. Ein paar Ami-Jungs gewesen, die Deals gemacht haben und dann haben sie sich irgendwie so verabredet, immer um 20.04 ist so der Ding gewesen, dann ist das zum Codewort geworden und dann hat das irgendwie ins Internet erfahren und dann ist es explodiert. Okay. Ja, nicht schlecht.
was will ich noch erzählen? Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon mache. Noch einen letzten Punkt, auch wichtig. Hast du einen Lieblings-Late-Night-Host? Oh, Trevor Noah ist cool. Trevor Noah ist sehr cool, ja. Ja, so ein bisschen die jüngere Generation. Ja. Yeah. Weil, liegt mir sehr am Herzen, weil Menschen, die diesen Podcast schauen oder hören, die sind ja in irgendeiner Art und Weise Comedy interessiert. Und mein grosser Late-Night-Held, der Conan O'Brien, ja, hat letzte Woche nach 28 Jahren Late-Night und über 4300 irgendetwas Shows, hat er seine letzte offizielle Late-Night-Show gehabt. Okay. 28 Jahre, der Johnny Carson hat 30 Jahre gemacht und das bleibt, glaube ich, Rekord und ich glaube, da hätte er nicht brechen wollen. So. Aber 1993 angefangen als Ersatz von David Letterman. Alle Wochen haben sie das Gefühl gehabt, er wird abgesetzt, er selber auch, weil es nicht funktioniert hat. Und er ist einer der ganz wenigen, der nicht Stand-Upper war. Er ist ein Schreiber, hat für die Simpsons geschrieben, hat... Okay. Ja, zum Beispiel Marge and the Monorail. Weiß nicht, ob du das sagst. Das ist eine der legendären Folgen, wo es noch so eine Musical-Nummer hat am Schluss. Er hat für Saturday Night Live geschrieben. Also wirklich so top of the top. Und ist eigentlich nie ein großer Performer gesehen und trotzdem hat er den Job gekriegt. Sehr als Poker, wie sie gefunden haben, nach dem David Letterman braucht man irgendjemand Jungs, ein bisschen anders denken und so. Und hat sich da durchgekämpft und ist mittlerweile eine Ikone. Ja. Hat einen tollen Podcast, darum kriegen die Leute jetzt ein bisschen sonst mit von ihm. Und dank YouTube ist das natürlich dann alles viel einfacher geworden. Es gibt ganz, ganz tolle Clips von Conan O'Brien, wo man kann schauen kann, wo ich kann wirklich wärmstens empfehlen kann. Der Conan O'Brien ist auch der Mensch, wo sehr viel Harald Schmidt und Stefan Raab davon gestohlen haben, wo sie ihre Late-Night-Shows gemacht haben. Der Conan O'Brien ist nämlich zum Beispiel einer gesehen, er hat das gemacht mit Clutch-Cargo-Effekt, wo Menschen, wo sie ein Bild nehmen von jemandem Bekanntem und dann haben sie nur die Lippen ersetzt. Und das ist dann irgendein Stimmimitator. Ja? Haben sie beim Schmidt dann extrem oft gemacht. Ich glaube, der Raab hat sogar einmal gemacht. Oder dass er mit dem Pult nebeneinander fährt, weißt du, wo sie so vor einem Bluescreen sind und dann irgendwie fahren sie nebeneinander durch. Das ist Conan gesehen, das hat der Schmidt kopiert. Also sehr viele Einflüsse, wo bis heute in allen möglichen Late-Night-Shows dabei sind. Es ist auch der Grund für mich, warum ich Comedy mache ein Stück weit, weil bevor ich Stand-Up gemacht habe, was immer mein Ziel war, habe ich mich angetastet mit einer Late-Night-Show, wo ich auch 1:1 von Conan O'Brien kopiert habe. Also wirklich, man muss sich das mal geben. Wenn man interessiert ist an Comedy, ist wirklich einer der schnellsten Köpfe, den ich jemals gesehen habe, hochintelligent. Und was ich an ihm liebe, ist, Trevor Noah finde ich super, logischerweise sehr täglich, news-satirisch, sehr politisch. Er ist immer frei gesehen von dem. Er hat immer das Ziel gehabt und hat immer noch einfach möglichst silliness, einfach absurde Unterhaltung. So Monty Python inspiriert und das ist manchmal, nicht immer, aber manchmal ist das ja mega schön, wenn man das machen kann. Wenn einfach, ist ja jetzt mein Ziel, dass man ein bisschen zeitlos, er ist eigentlich zum Teil wie so ein live gewordener Looney Tunes Charakter oder so. Also wirklich einfach, manchmal ist es einfach Blödelei. Aber intelligente Blödelei, das muss man ja zuerst ankriegen. Und ich hab selber tollenweise Videomaterial, weil also, wenn es irgendjemand wirklich interessiert, es gibt ein paar Videos, die findet man nicht auf YouTube. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie gekriegt habe, aber falls es mir wirklich Interesse hat, kann man mir gerne schreiben auf podcast.joelvonmutzenbecher.ch und dann schicke ich auch gerne Links dazu, falls man sich wirklich dafür interessiert. Ist wirklich eine spannende Persönlichkeit. So, in Zusammenhang mit dem habe ich, glaube ich, diesmal, muss schnell schauen, ob ich Post gekriegt habe auf podcast.joelvonmutzenbecher.ch. Ich weiß nämlich von einer Nachricht, die ist aber nicht auf die Adresse gekommen, sondern ich glaube auf Instagram. So, da ist er. Ciao, Joel. Top Podcast von dir.
Radio hören ist nie mehr ein Thema beim Autofahren, es wird nur noch die Podcast gelost. Danke vielmals, sehr empfehlenswert. Im Solo-Podcast, das heisst, wird auch der hier gelost, super, hast du gesagt, dass noch keine Fragen eingegangen sind. Was mich schon immer Wunder genommen hat, ist, welchen Wachsschäl benutzt du für deine Haare? Mach wieder so, hoffe, hast du eigentlich in der Region Aarau einen Auftritt. Grüße aus Aarau. Ja, ich habe natürlich in Aarau einen Auftritt, dass ich das schnell gesagt habe. In Aarau selber, im Kiff, aber auch sonst noch im Aargau, in Baden. Und was vergiss ich? Irgendetwas vergiss ich. Haar ist ein gutes Thema. Der Cenky hat mich einmal gefragt, was haben wir gesehen? Was haben wir gesehen? Faduz? Faduz, ja. Vor der Show sage ich so, ich mache jetzt schnell meine Haare. Und dann sagt er, darf ich dir zuschauen, wie du deine Haare machst? Ich hatte etwas leicht Sexuelles gehabt, muss ich sagen. Aber es ist ganz verschieden, was ich mache. Also wichtig ist eigentlich, dass es nicht lang geht. Die Leute haben immer das Gefühl, ich brauche da irgendwie eine halbe Stunde oder so, sondern mir muss es schnell gehen, ich bin eh immer zu spät und habe zu wenig Zeit für alles. Ich habe so einen Pulver, das ist grossartig. Ja? So eine, ich weiß nicht, wie man es nennt, Pastenpulver. Keine Ahnung, irgendwie so. Und das ist wirklich ein weißes Pulver. Kommt immer sehr gut an, wenn auf dem WC ein weißes Pulver rumliegt. Und das kann man sich direkt auf die Haare streuen, wie so ein Salzstreuer. Ich mache es aber öfter für die Hand, verriebe es ein bisschen und mache das drin. So, mit dem habe ich schon unglaubliche Struktur. Manchmal lasse ich nur das. Dann habe ich aber auch ab und zu habe ich so eine Fiberpaste. Die macht so ein bisschen mehr Finesse, sage ich jetzt mal. Langt auch oft. Wenn ich Auftritt habe, dann mache ich gerne noch Spray drin, wie zum Beispiel jetzt, damit das Zeug sich hebt, weil sonst lampt das irgendwann alles an. Ich glaube aber viel wichtiger, um beim Haarexperten-Talk zu bleiben, viel wichtiger als was man für Produkte drin tut, das findet man schnell mal, das was passt, ist, wie man die Haare schneidet. Das hat auch der Cenky gemerkt, gell? Nämlich, wenn ich jetzt bei meinem Coiffeur bin, Gino, ciao bello, dann tut er mit so einer Effilierschere dort auch rausschneiden. Ja, das gibt bei längeren Haaren gibt das wahnsinniges Volumen. Bei kürzeren Haaren, wo es meine noch sind, ich sage, meine sind so halb bis mittellang, oder halb kurz bis mittellang, dann kriegt man ein bisschen eine Luftigkeit drin, weil ich habe sehr viel Haar und ich habe sehr schwere Haare. Ja? Das heisst, wenn das alles zusammen war, dann hätte ich so eine... So, ja, wie heißt der? Wie heißt der? Duke Nukem. Kennst du den noch? Yeah. So Duke Nukem, so Schwarzenegger, 90s. Dann hat die wirklich einfach so Borsten, einfach so Brett. Und wenn man das aber dann wegmacht, nämlich mit der Effilierschere, dann war das so in Spitz, war das immer dünner. Und durch das kriegen sie eine wahnsinnige Struktur. Und durch das kriegt man dann also die so ein Goku-Spitze, die ich jetzt da habe. So. Und das hat der Cenky auch gemerkt, weil du hast auch sehr dicke, sehr viel Haar. Also alles sehr dicht und kompakt. Und kaum hast du auch rausschneiden, ist das Zeug auf einmal in die Luft gekommen. Ja. So, das heisst, eigentlich ist der Schnitt ist das Entscheidende. Und was für Produkte noch reinkommen, ist mehr so nebenbei. So, was steht, wie lange ist schon? 25. Boah, 25 Minuten, das ist perfekt. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Nächste Woche neue Folge. Solo sowieso, aber auch wieder mit Gästen. Ist jetzt alles ein bisschen schwierig gewesen in den letzten Tagen, weil auch ich habe ab und zu noch etwas zu tun und auch meine Gäste. Und dann muss man den Termin finden, der für alle passt. Und das ist nicht immer so einfach. Aber wir kriegen es an, wir werden ganz viele weitere Folgen produzieren natürlich und ich freue mich jetzt schon. Wenn ihr etwas zu schreiben habt, Fragen oder wegen Late-Night-Hosts oder sonstige Comedy-Tipps etc. podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Cenky, hast du noch etwas? Alles gut. Alles gut. Wir hören uns wieder. Bis! Bup.